Wenn Angreifer mit Messern und Schwertern bewaffnet ihre Opfer durch die Straßen jagen, dann darf man wohl davon ausgehen, dass es die Absicht war, die Opfer zu verletzen. Im Strafrecht nennt man sowas schweren Landfriedensbruch. Das Gesetz sieht dafür eine Strafe von mindestens 6 Monaten Haft vor, bis zu 10 Jahren. Da ist es schon erstaunlich, wenn ein Richter bereits zu Prozessbeginn den Angeklagten verkündet, dass es ganz sicher keine Haftstrafe geben wird. Die Beschuldigten werden nach Jugendstrafrecht behandelt. Das ist in Berlin die Regel bei Heranwachsenden, auch wenn es laut Gesetz eigentlich die Ausnahme sein soll. Der folgende Beitrag wirft die Frage auf, welches Signal solche Milde eigentlich sendet. 12 Angeklagte, die Teamstärke einer Fußballmannschaft samt Ersatzspieler. Zwischen gegnerischen Fußballern hatte sich der Streit auch entzündet. Ein letztendlich tödlicher Streit. Mutmaßlich ausgelöst auf dem Spielfeld durch einen schlecht geschlagenen Pass. Daraufhin hat sich einer der Angeklagten aufgeregt und nach dem Spiel seinen großen Bruder alarmiert, der dann den schlechten Passmann zur Rede gestellt hat. 2 weitere Zeugen aus der gegnerischen Mannschaft haben sich dann eingeschaltet und wollten schlichten. Stattdessen handfeste Randale auf und neben dem Neuköllner Bolzplatz. Mutmaßlich bewirkt der Schlichtungsversuch 2 gegnerischer Spieler bei dem kleinen Bruder Fatih D. genau das Gegenteil. Denn offenbar empfindet der türkischstämmige Heranwachsende die Schlichtung als Kränkung. Der eine Schlichter soll vor der Mutter den Hauptangeklagten in den Schwitzkasten genommen haben. Und dadurch fühlte dieser sich wohl gekränkt, so jedenfalls die Anklage. Und daraufhin soll er wohl den Entschluss gefasst haben, seine Freunde zusammenzutrommeln, um dann diesen gegnerischen Spieler und dessen Freund nochmal zur Rede zu stellen. Der gekränkte kleine Bruder, mutmaßlich verantwortlich für die weitere Eskalation. Laut Anklage ruft Fatih D. einen Mob zusammen, der den unglücklichen Schlichtern Oliver H. und Sven N. bis vor die Wohnung nachsetzt. Bewaffnet mit Samurai-Schwertern, einem Totschläger, wohl auch mit Messern. Während Oliver H. durch den Garten verschwindet, will Sven N. den Mob beschwichtigen. Angesichts der 20-fachen Übermacht mit einem Küchenmesser im Hosenbund. Laut Staatsanwaltschaft ersticht er den 18-jährigen Yusuf, einen der mutmaßlichen Verfolger. Das Verfahren gegen den Mann, der tatsächlich das Messer geführt hat, ist von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden, weil hier eine Notwehrlage gesehen wurde. Doch für das Verfahren gegen die mutmaßlichen Angreifer, die den tödlichen Streit entfesselten, nimmt sich die Justiz Zeit. Mittlerweile über 4 Jahre. Erinnerungen sind verblasst, die Wahrheitsfindung schwierig. Der vorsitzende Richter verkündet deshalb eine wörtlich sanfte Linie. Niemand im Saal müsse Haftstrafe oder Arrest fürchten. Ein Verteidiger dankt für das Zitat friedensrichterliche Engagement. Belastet werden in diesem Prozess wohl vor allem die Steuerzahler. Der Fall geradezu ein Armutszeugnis für die Berliner Justiz. 4 Jahre dauerte es bis zum Prozessauftakt. Jugendstrafrecht soll eigentlich erziehen. Hier verkommt es geradezu zu einer Lachnummer. Wäre bei dem blutigen Streit nicht ein Menschenleben zu beklagen.